So, guten Tag erstmal oder ja, Mahlzeit. Eine Frage, verstehen Sie mich gut? Bin ich zu laut oder zu leise? Okay. Und ich habe es jetzt natürlich sehr schwer, weil derjenige, der nach der Mittagspause reden muss, der muss jetzt gegen die allgemeine Müdigkeit ankämpfen. Aber von der Sonne, denke ich, kriege ich jetzt keine Konkurrenz. Das ist halt nicht zu erwarten. Aber wollen Sie mich ein Stück noch nach vorne rücken? Weil das macht einfach mehr Spaß, wenn man nicht so viele leere Plätze vor sich sieht, sondern Gesichter. Das wäre prima. Dankeschön. Ich danke Ihnen ganz herzlich. So, ja, dann fangen wir einfach an. Also die Herausforderung der Wirtschaft, ganz im Kontext mit dem Wachstumsdogma. Das ist mein Thema heute und man kann über dieses Thema nicht reden, ohne zumindest die Schuldenfrage in diesen Zeiten oder wenn Sie so wollen, auch die Schuldfrage zu streifen. Schulden, ein ganz aktuelles, brisantes Thema. Schulden bezeichnen umgangssprachlich wie auch zivil- oder handelsrechtlich Verbindlichkeiten oder Rückzahlungsforderungen. Das ist allgemein bekannt. Und ich erzähle Ihnen auch nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Status der Verschuldung und der Überschuldung gibt. Also verschuldet bin ich zum Beispiel dann, wenn ich zu meiner Bank gehe, weil ich ein Haus kaufen und sanieren will und ich habe Bedarf nach einem Baukredit. Und das ist soweit auch alles kein Problem, solange mein Gehalt hoch genug ist, um meinen Kapitaldienst, also Zins und Tilgung, zu leisten. Und es sollte damit auch kein Problem geben, so, es sei denn, meine Einkommenssituation ändert sich irgendwann und es sei denn, ich habe vielleicht die verhängnisvolle Neigung, das Geld mit offenen Händen zum Fenster rauszuwerfen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass es bei diesem Status der Verschuldung bleibt, aber die Grenzen sind fließend, wie die Grafik schon andeutet. Das heißt, Menschen oder auch Unternehmen, die überschuldet sind, denen sind ihre Schulden sprichwörtlich über den Kopf gewachsen. Das heißt, die könnten sich strecken, wie sie wollten. Sie würden einfach nicht auf den grünen Zweig kommen und ihren Kapitaldienst, der sich in diesem Stadium ja dann häufig auch kumuliert, tilgen können. Und insofern hat der Gesetzgeber an der Stelle wirklich mal ein recht komfortables Instrument mit der Privatinsolvenz geschaffen, um den Weg aus diesem Teufelskreis zu weisen. Das kann natürlich auch Unternehmen betreffen. Es gibt zwei Gründe, weshalb Unternehmen den Gang zum Insolvenzrichter antreten. Sie machen entweder zu wenig Umsatz oder sie machen zu viel Umsatz. Ja, und ganz prekär stellt sich diese Schuldenfrage aktuell bei den Staaten. Das ist kein Geheimnis. Das, was Sie hier sehen, sind die wichtigsten Euro-Staaten und die Staatsschulden der Euro-Länder aus dem Jahr 2011, aus dem Jahr 2012 gibt es diese Statistik noch nicht. Und Deutschland rangiert hier irgendwo in der Mitte. Das heißt, Deutschland hat noch höhere Staatsschulden als Spanien, also auch in Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Die Maastricht-Grenze, die ja 60% markiert. Ja, und Deutschland, ein Land mit einer Spitzenbonität und dennoch wachsen die Schulden des Bundes, der Länder oder auch der Kommunen in den Himmel. So, und daran wird sich demnächst auch nichts ändern, denn selbst wenn heute keine neuen Staatsschulden mehr aufgenommen würden, es sind übrigens mittlerweile 2,1 Billionen Euro, so wenn keine neuen Schulden mehr dazukämen und wenn der Bund verpflichtet würde, den Schuldenberg jeden Monat um 1 Milliarde zu tilgen, dann würde es immer noch 173 Jahre dauern, ehe der Schuldenberg vollständig abgetragen wäre. Und Sie können sich selber ausrechnen, wie viele Generationen diese Suppe auslöffeln müssten oder müssen, nicht nur müssten, sondern müssen,
die ihm eine Generation oder zwei oder drei Generationen eingebrockt hat, nämlich das sind die Menschen, die in der Zeit vom Beginn des Wirtschaftswunders bis in die heutige Zeit gelebt haben oder noch leben. Also das sind wir. Also das muss man ganz klar so sehen. So, jetzt könnte man meinen, dieses Problem stellt sich in der Wirtschaft nicht, weil Betriebswirte in der Regel eine höhere Kompetenz haben im Umgang mit Geld als Politiker. Aber das ist ein großer Trugschluss. Denn Schulden haben die unangenehme Eigenschaft zu wachsen. Und je mehr die Schulden wachsen, umso mehr muss auch die Wirtschaft wachsen. Oder das ganze Kartenhaus fällt zusammen. So, und das ist das große Dilemma, in dem wir uns bewegen und aus dem es auch keinen Ausweg zu geben scheint. Und trotzdem müssen wir raus aus dieser Nummer. Das Weltwirtschaftswachstum ist in den letzten 60 Jahren stärker gewachsen als vom Beginn unserer Zeitrechnung an bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Das heißt, wir haben in diesen letzten 60 Jahren so gut wie alle Ressourcen verballert, die unser Planet im Jahr Millionenjahren aufgebaut hat. So, und wenn ich mir angucke, wie letztendlich würde es reichen, wenn wir den gesellschaftlichen Reichtum über Steuern und Abgaben umverteilen würden. Das ist das einzige Mittel, um die Armut wirksam zu bekämpfen. Also ein exponentielles Wachstum kann diesen Prozess zwar ein Stück weit hinausschieben, aber letztendlich nicht aufhalten. Und Umverteilung, das ist so ein Wort, was ein Politiker scheut wie der Teufel das Weihwasser. Und das ist auch der Grund, weswegen sich alle Regierungschefs dieser Welt, die sich in vielen, vielen Fragen total uneinig sind, aber in einem einzelnen Bereich können sie sich auf einen ganz breiten Konsens verständigen. Und das ist ein stetiges Wirtschaftswachstum, einfach deswegen, um Umverteilung aus dem Weg zu gehen. So, und in Entwicklungsländern sieht man, dass Wachstum und Armutsbekämpfung oft genug getrennte Wege gehen. Und das sieht man am eindrucksvollsten in Indien. Also das ist kein Argument. Das zweite Argument heißt, die Wirtschaft muss wachsen, um alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Das kann man so sagen, wenn man sagt, entspricht auch einem guten Leben. Aber dagegen spricht, dass es eben in vielen Ländern, in denen die Wirtschaft kräftig wächst, Armut trotzdem weiter wachsen oder nicht bekämpft werden und auch der Zugang zu öffentlichen Gütern immer knapper wird. Und auch umgedreht gibt es sehr arme Länder, in denen die Menschen aber einen breiten Zugang zu öffentlichen Gütern haben. Das dritte Argument heißt, die Wirtschaft muss wachsen, um ein gutes Leben zu ermöglichen. Was ist ein gutes Leben? Diese Frage ist so alt wie die Menschheit. Die Griechen haben sich rund um die Uhr darüber Gedanken gemacht. Und dieses Argument gilt dann, wenn man sagen kann, oder wenn man das ein gutes Leben ausschließlich an das Bruttoinlandsprodukt koppelt. Ich halte aber das BIP nicht für die geeignete Kennziffer, um eine moderne Gesellschaft in die Zukunft zu führen. Jedenfalls nicht, wenn es die alleinige Kennziffer ist. Ein gutes Leben ist in erster Linie auch Zeit und Muße, was nützt mir das, wenn ich nur getrieben bin und habe überhaupt keine Zeit, das Leben rauscht an mir vorbei, weil ich nur arbeite, bei anderen ist es umgedreht. Menschen, die gerne in die Arbeitswelt integriert werden wollen und nicht reinkriegen, keinen Fuß in die Tür, das ist eine perfide, verrückte Welt. Also ein gutes Leben ist das, was wir derzeit führen, in keiner Weise. Und ein gutes Leben ist, wie gesagt, nicht an das Bruttoinlandsprodukt gekoppelt. Ja, und das zugkräftigste Argument, vor dem wir ja selber auch immer wieder erstaunen und sagen, ja, da ist was dran, die Wirtschaft muss wachsen, um Arbeitsplätze zu schaffen und auch zu erhalten. Und es fällt auch gar nicht schwer, den Grund für unsere kollektive Blindheit auszumachen, denn es ist immer wieder der gleiche Standardmechanismus. Wir brauchen eine stabile Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft nicht stabil ist, dann schwächelt die Nachfrage. Wenn die Nachfrage schwächelt,
dann verlieren die Leute ihre Arbeitsplätze. Wenn die Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, dann steht die Existenzfrage im Raum. Und dennoch, unser Planet kann sich diesen Wahnsinn des Wirtschaftswachstums nicht leisten. Das heißt also, es ist dringend an der Zeit, darüber eine gesellschaftliche Debatte zu führen, die sich um die Frage dreht, ja, was sollen es überhaupt für Arbeitsplätze sein, die wir in der Zukunft bezahlen wollen? Wie wollen wir welche Arbeit bezahlen? Vielleicht wollen wir künftig auch Arbeit bezahlen, die heute geleistet wird, die aber heute für umsonst oder zumindest ohne irgendein Salär geleistet wird. Vielleicht wollen wir auch Arbeit, die dem Menschen dient, ausbauen. Ich denke an Gesundheitsdienste, an Pflegedienste, an die Palliativmedizin. Da gibt es eine unzählige Bereiche. So, kurzum. Ein ökonomisches Wachstum kann eine gute Politik nicht ersetzen. Eine gute Politik muss auf eine gerechte Verteilung des gegenwärtigen und des künftigen Reichtums achten. Und zukünftig wird es auch nicht mehr möglich sein, diese Verteilungskämpfe, vor denen sich Politiker so scheuen, zu umgehen, indem der Wirtschaftskuchen immer größer gebacken wird. Wir leben schon heute in einer sich verschärfenden Klimakrise. Wir wissen alle, dass unsere natürlichen Ressourcen zur Neige gehen, die ja die Grundlage für dieses Wirtschaftssystem sind. Ja, und letztendlich, wenn wir dieses gesellschaftspolitische Ziel, also ich meine das Leitbild, von dem ich sprach, erreichen wollen, dann würde es nur dann Aussicht auf Realisierung haben, wenn wir das herrschende Wirtschafts- und Sozialsystem in Frage stellen. Und damit sind wir bei Eigentumsstrukturen und damit sind wir bei Verteilungsstrukturen. Das heißt, es wird in der gesamten Welt, im Norden wie im Süden, um eine ganz neue Balance gehen, eine Balance zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Und das setzt voraus, dass wir uns auf ein paar grundlegende normative Regularien verständigen. Das erste Regularium ist das, dass das Gemeinwohl an oberster Stelle steht. Jede politische Entscheidung, die getroffen wird, auch jede Entscheidung, weitestgehend zumindest in der Wirtschaft, die muss das Gemeinwohl als große Klammer haben. Man könnte vielleicht oben drüber hier noch Leitbild schreiben. Das heißt also die Erarbeitung eines Leitbildes zusammen mit den jeweiligen Völkern in den einzelnen Ländern. Und diese Erarbeitung dieses Leitbildes muss unbedingt basisdemokratisch kontrolliert werden, sonst wird sich hier wieder eine Eigendynamik entwickeln. Und überhaupt ist auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen sind viel mehr partizipatorische Elemente nötig. Das heißt, in der Entscheidungsfindung, in der Planungsphase, bei der Umsetzung, aber letztendlich auch, wenn es um Kontrolle oder Regularien geht. Dieses Leitbild muss sich verankern in allen politischen Gesetzen und in allen politischen Ressorts, nicht nur in einem Wirtschaftsministerium und nicht nur in einem Ministerium, was vielleicht heißt Zukunftssicherung, sondern das muss sich durch alle Ressorts ziehen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die Politik der Wirtschaft gewollte Ziele vorgibt. Jetzt können Sie mir vorwerfen, das ist Sozialismus, Planwirtschaft. Und ich sage, nein, das ist es nicht, denn erstens mal gelten die Gesetze des Marktes ja schon lange nicht mehr. Der Kern der Eurokrise besteht darin, dass private Risiken immer mehr von der Gesellschaft aufgefangen werden. Das heißt also, wenn die Politik oder wenn die Gesellschaft zum Beispiel Banken rettet, dann kann die Wirtschaft der Gesellschaft ja auch irgendwann mal was zurückgeben. Es geht hier schlichtweg um die Entscheidung, was soll der begrenzten Rationalität des Marktes überlassen sein und was soll einer staatlichen oder besser gesagt einer gesellschaftlichen Kontrolle unterliegen. Und das geht nicht ohne Vorgaben an die Wirtschaft, was zu produzieren ist oder was im Zweifel auch nicht zu produzieren ist. Das heißt also so eine Art Quote oder Deckelung von oben. Schutz der Gemeinden mit der Regulierung der Finanzwirtschaft, da erzähle ich Ihnen alles nichts Neues. Auch nicht davon, dass regionale Kreisläufe in so einem System natürlich per se gestärkt werden. Da gibt es ja mittlerweile ohnehin schon einen gewaltigen Trend.
Und das würde, oder ein Abschied vom Wachstumsdogma würde zwangsläufig auch zur Schrumpfung der Exportindustrie führen. Und das wäre auch gar nicht schlimm. Was wäre dabei, wenn weniger Schiffe über die Weltmeere fahren würden? Denn der Exporterfolg schlägt sich ja ausschließlich im Wachstum nieder. Aber alle Exporterfolge können es nicht verhindern, dass die Einkommen weit hinter den Exporterfolgen zurückbleiben. Und dass Armut und Ungleichheit trotzdem weiter steigen, und zwar in einem alarmierenden Maße weiter steigen. Ja, und das ist es letztendlich. Und damit bin ich auch am Ende. Und ich möchte am Ende nur so viel sagen, dass dieser, ich sage jetzt nochmal das Wort, Transformationsprozess, also die Reise, auf die wir uns begeben, dass keiner ein Kartenmaterial in der Hand haben wird. Das heißt also, wir müssen einfach anfangen, auf allen Ebenen, und müssen unsere Politiker zwingen und drängen, ein gesellschaftliches Leitbild mit uns zu erarbeiten, das sich dann niederschlägt. Und ich glaube, dass die Entwicklungsländer uns hier schon sehr viel weiter voraus sind. Das heißt also, die Fähigkeit, pragmatisch eine Gesellschaft umzukrempeln, das dürfte in dieser technokratischen Welt, in der wir leben, die völlig überreguliert ist, die völlig überkontrolliert ist, die auch völlig entmündigt ist, schwierig werden. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen los, wir müssen einfach aufbrechen. So, und damit bin ich am Ende und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Beantworten, da stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Also ich erreiche dann einfach das Mikro demjenigen, der eine Frage hat. Eckhard Meike aus Stadt-Hildesheim. Ich habe eine Frage zur, die ich vertreten ja, zumindest von Ihrem Beruf irgendwann. Was macht denn so eine Bank anders wie viele andere Banken? Ich ganz gerne noch ein paar Worte. Ja, das sage ich Ihnen gerne. Also es geht im Kern um die Frage, was macht die Bank mit dem Geld ihrer Kunden? Also eine Bank hat ja per se zwei Möglichkeiten, das Geld von, also das sind die Spareinlagen, das also auf dem Girokonto liegt, zu verwenden. Sie kann Kundenkredite vergeben, sie kann am Wertpapiere am Kapitalmarkt kaufen. Das sind die beiden Kerngeschäftsbereiche einer Bank. Das machen wir auch, aber nicht um jeden Preis, das heißt nicht um jede Rendite, sondern wir investieren das Geld auf Basis unserer sozial-ökologischen Anlagekriterien. Das ist ein Mix aus Tabukriterien und Positivkriterien. Das heißt, um ein Beispiel zu nennen, zu den Negativkriterien gehört zum Beispiel Rüstung, die grüne Gentechnik, Atomkraft, Kinderarbeit. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Na, ich frage mich immer, wie kriegen das raus, ob Kinderarbeit dahinter steckt oder nicht? Das ist ja äußerst schwierig. Das ist sehr schwierig. Diese Recherchearbeit machen wir auch nicht selber, weil wir sind Banker in erster Linie. Nee. Sondern es gibt aber in Deutschland zwei namhafte Ethik-Research-Agenturen, die machen, verkürzt gesagt, nichts anderes, als Unternehmen oder auch Staaten zu beobachten. Das heißt, die werden ganz viele verschiedene Informationen aus, verdichten die dann und die kommen nachher zu so einer Aussage. Und gerade bei Kinderarbeit ist es in bestimmten Branchen immer kritisch. Deswegen haben wir zum Beispiel die Sportmittelbranche, also Adidas oder Puma, per se ausgeschlossen, weil da immer wieder irgendwas hochkocht. Aber dieses Ethik-Research leisten wir nicht selber, das kaufen wir ein von IMUG Investment Research in Hannover. Die liefern uns das Update einmal im Jahr. So, und dann gucken wir uns das noch an und filtern dann im Zweifel nochmal. Und das ist aber dann wirklich fundiert. Also die Ergebnisse, die dann untersuchen. Das ist aber nur ein Bereich der Mittelverwendung, der andere Bereich ist ja das Kundenkreditgeschäft. Bitte.
bitte schön. Sie haben ganz am Anfang Ihres Vortrags ganz kurz von Sucht gesprochen. Ich habe mal in dem Bereich gearbeitet und ich weiß, dass, also mir kommt es auch vor, dieses System und so wie wir handeln, als wären wir süchtig. Und da ich in dem Bereich gearbeitet habe und weiß, dass letztendlich jede Sucht eigentlich tödlich ist und der Patient erst anfängt, eine Umkehr zu machen, eine Therapie zu machen, sich zu besinnen, wenn er eigentlich in der Gosse liegt, wenn er einen deutlichen Schaden erfährt. Und ich wollte Sie fragen, ob, wie Sie das sehen, ist es damit zu vergleichen? Ist dieses System, wo wir drin sind, wie wir handeln, wie wir konsumieren, so unmoralisch? Sind wir in einem Suchtsystem? Also hier hinten steht ein Flipchart. Ich würde Ihnen dazu gerne was aufmalen, nämlich Grundsystematik einer Krise. Und ich hätte schon auch noch ein paar Fragen zum Lichtbank. Ja. Das heißt also, wie lange gibt es sie schon? Gab es seinerzeit Zahlen, wie sie sich entwickeln soll? Und wenn ja, wurden die eingehalten? Liegen sie drüber, liegen sie drunter? Dann würde mich interessieren,
wenn Sie Darlehen und Kredite vergeben, ob Sie die veröffentlichen, wie das zum Beispiel bei der GLS Bank der Fall ist. Ja, das haben wir noch ein bisschen mehr über die Ethikbank erzählt. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich alles zusammenbehalte. Also die Ethikbank gibt es 10 Jahre, wir sind jetzt im 11. Jahr, also 2002 gegründet. Die zweite Frage war, dass ich es zusammen... Die zweite Frage war die... Die Zahlen, ja. Ja, wir sind eine kleine Bank, also wir haben heute ungefähr ein Kundenvolumen von 145 Millionen Euro in diesen 10 Jahren und beschäftigen 15 Mitarbeiter, also die rein, was ich für die Ethikbank arbeite. Ich muss dazu sagen, die Mutter der Ethikbank ist die Volksbank Eisenwelt, die ungefähr 52 oder 54 Mitarbeiter beschäftigt. Und es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die arbeiten sowohl für die Volksbank wie auch für die Ethikbank. Aber wichtig an der Stelle, auch die Volksbank funktioniert nach den gleichen Anlagekriterien, die auch für die Ethikbank gelten. Das möchte ich an der Stelle gleich vorwegnehmen, diese Frage. So, und die dritte Frage der Veröffentlichung. Das heißt, wir veröffentlichen in unserer gläsernen Bank, nennen wir das, jedes einzelne Geschäft. Das heißt, jeden Kundenkredit, jedes Wertpapier und jede Beteiligung. Und darüber hinaus auch, wir haben jetzt unsere erste eigene Photovoltaikanlage gekauft mit dem Geld unserer Kunden. Also nicht nur gekauft, sondern geplant und montieren lassen. Die ist jetzt vor ein paar Tagen ans Netz gegangen. Das findet seinen Niederschlag auch in der gläsernen Bank. Also Ihre Frage, ja, wir veröffentlichen das genauso wie die GLS Bank. Sie sagten ja gerade, die Ethikbank ist eine der Hauptbank in Eisenberg. Ja. Mich würde wirklich interessieren, wie ist, also das ist ein bisschen auch eine Frage in Richtung meines Vorredners, wie ist das zustande gekommen, dass eine Bank, aber erstmal eine für mich normale Bank, obwohl es ja eine genossenschaftlich organisiert ist, ist für mich sowieso schon mal ein anderes Kriterium als bei anderen Banken, auf die Idee kommt, eine Tochter zu gründen, die diese Ziele hat und ja, die ethischen, normativen Grundsätze, wie sie die Ethikbank jetzt hat. Also wie ist das passiert? Also ich könnte jetzt sagen, vielleicht gerade, weil es eine Genossenschaftsbank war, in der so eine Idee geboren werden kann. Nee, es ist ja nicht eine Idee, die wie der Blitz aus heiterem Himmel kommt. Das heißt, also wir haben uns, mein Kollege und ich, wir haben uns bestimmt 2-3 Jahre über dieses Thema immer wieder unterhalten und haben immer wieder gesagt, das ist unmöglich. Wie soll man eine Bank nach ethischen Kriterien führen? Das ist im Kundenkreditgeschäft noch relativ einfach, aber bei diesem komplexen weltweiten Kapitalmarkt, wir sind immer daran gescheitert. Aber wir haben dann immer mehr Kontakte geknüpft, haben dann auch die IMOG kennengelernt, die unser Ethik-Research macht, haben dann mit denen zusammen auch unsere Anlagekriterien entwickelt oder erstmal einen Versuch gestartet, der war noch lange nicht klar, kann das funktionieren oder nicht. Ja, und irgendwann gab es dann ein Ereignis und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir das einfach. Dann haben wir die Ärmel hochgekrempelt und haben die Bank gegründet. Also es ist relativ unspektakulär. Also es hat sich einfach heraus entwickelt, dass ich, hätte genauso gut an jedem anderen Ort passieren können. Das war einfach eine Vorstellung, Geld anders zu verwenden. Und was uns lange Zeit im Wege stand, war die Frage, wie kann man das in der Praxis auch umsetzen. Aber wir haben dann den Weg halt gefunden. Hier hinten noch einmal, so. Weil da vorne. Ich habe noch eine Frage bezüglich der sogenannten Transformation unserer Gesellschaft, die ich angesprochen habe. Und ich wollte mich erkundigen, wie Sie das mit dem Bier vorgestellt haben. Weil momentan sehe ich das sehr ähnlich wie Sie, dass wir eine Krise in unserer Gesellschaft haben und dass sich etwas in unserem Leitbild ändern müsste, wenn wir weiterhin fortbestehen möchten. Bloß die Frage ist das Wie.
weil ich glaube, dass die Menschen sehr viel Angst haben, die ganze Zeit. Wir leben jetzt seit 60 Jahren quasi in einer relativ ökonomisierten Gesellschaft. Und die Menschen haben einen gewissen Status quo erreicht. Und ich glaube, dass sie sehr, sehr starke Angst davor haben, diesen Status quo zu verlieren und auch in Armut abzurutschen. Was würden Sie sagen, was müssten die Menschen anstellen, um sich einen Wandel vorzubereiten? Ja, vielleicht wird es helfen, wenn jeder einzelne Mensch, also alle 82 Millionen Bundesbürger, wo die kleinen Kinder jetzt mal außen vor, mal in sich gehen und sich fragen, wie will ich eigentlich leben? Und ist der Konsum wirklich das Heil, der alles selig machende, glücksbringende? Also das ist wahnsinnig schwierig, darum habe ich ja auch gesagt, diese Wende in den Köpfen, diese Kulturwende stelle ich mir enorm wichtig vor. Und das kann eigentlich nur gelingen, wenn eine starke Kraft voranmarschiert. So, und das ist im allerbesten Fall die Politik oder jede einzelne nationale Regierung. Und das stelle ich mir, ja, das halte ich aus heutiger Sicht für ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt aber nicht, dass nicht jeder in seinem Bereich, jeder kann irgendwie in seinem Umfeld wirken, nichts tun kann. Das heißt also, jeder kann sich irgendwie engagieren, jeder kann was und jeder kann das in die Gesellschaft einbringen oder kann das in Diskussionen mit Freunden, im Bekanntenkreis, mit Kollegen zur Debatte stellen. Also ich maße mir nicht an, ein Allheilmittel zu haben. Ich habe nur so eine vage, ungefähre Vorstellung, was passieren sollte. Und das ist, dass die nationalen Politiker sich mit ihrem Volk verständigen, weil die leben ja längst nicht mehr unter einem Volk. Also wenn die irgendwo eine Firma besuchen oder irgendwo draußen sind, dann ist das ja eine künstliche, heile Welt, die in Wirklichkeit gar nicht stattfindet. Den Kontakt zum Volk zu finden und zu sagen, so, was eigentlich muss man das Volk gar nicht fragen, um zu erkennen, dass es oberste politische Aufgabe ist, für das Gemeinwohl da zu sein und nicht Konzerne oder Banken zu unterstützen. Also würden Sie durchaus sagen, dass die Impulse von der Bildungspolitik stammen müssen, dass gerade auch die jungen Menschen was mehr Aufklärung bedürfen? Mehr Aufklärung würde ich nicht sagen. Sie müssten einfach mehr denken. Also alle Menschen müssten mehr denken. Aufgeklärtes Denken, wenn ich allgemein denken, im Sinne von über den Rahmen hinausschauen. Ja, über den Rahmen hinausschauen. Also einfach denken, weil was passiert, also der Sinn des Ganzen ist es ja, dass man Fernsehen, also RTL und was es alles so gibt, das Volk berieselt wird, mit Konsum am Leben erhalten wird und ja quasi totgeschwiegen wird. Also es ist doch alles eine Riesenshow letztendlich. Also es bedarf natürlich gebildeter, kritisch denkender Bürger. Auf jeden Fall. Aber unser Bildungssystem, muss ich sagen, ist sicherlich eine Errungenschaft, die wir nicht über Bord werfen sollten, wenn wir uns vom Kapitalismus verabschieden wollen. Eigentlich geht es ja um die Frage, oder vielmehr, Sie sagten eben, meiner Meinung nach ganz richtig, wenn, dann muss jeder bei sich selber irgendwie mit anfangen. Und die zugrunde liegende Frage sehe ich da drin, ja, wie viel materieller Wohlstand ist genug? Und diese Frage eben für sich selbst zu stellen, zu beantworten und dann halt entsprechend auch danach zu leben. Und die Frage, die ich eigentlich dazu habe, gibt es dazu Ansätze, Anmerkungen, Ideen, wie die Ethikbank ihre Kunden in dieser Richtung unterstützen kann? Also wie viel Wohlstand ist genug, ist eine individuelle Frage. Zu DDR-Zeiten war das relativ einfach. Das war eine Neubauwohnung, vierköpfige Familie, irgendwo 60 Quadratmeter, wenn überhaupt, weiß ich nicht, ganz kleine Zimmer, alles sehr dicht beieinander. Und die waren glücklich. Viele hatten ihre Datsche irgendwo in der Natur und sind dann am Wochenende rausgefahren. Ich wäre glücklich, wenn ich einen Garten hätte. Ich habe leider keinen, ich wohne in einer Wohnung, aber das würde mich glücklich machen. Also das weiß ich nicht, das muss jeder für sich selber beantworten. Aber Wohlstand heißt ja nicht Luxus. Vielleicht reicht es, wenn wir sagen, wir verabschieden uns einfach von diesem luxuriösen Dünkel. Also wenn ich zum Beispiel ein Wellnesshotel sehe mit beheizbaren Außen,
Pools, in denen die ganze Woche vielleicht ein Mensch schwimmt, weil die Leute erst am Wochenende kommen. Das ist ein Frevel. Also ich weiß nicht, was jeder zum Glücklichsein braucht. Mir würde im Garten reichen, mir reicht die Natur. Aber das beantworten muss jeder für sich selber beantworten. So, und was kann die Ethikbank beitragen, um den Menschen auf diesem Weg zu verhelfen? Meinen Sie jetzt auf dem Weg, das richtige Maß zu finden? Aber wie finde ich dieses Maß? Das ist, ja. Das ist überhaupt nicht klar, überhaupt etwas gestellt. Ja. Ist ja schon ein bisschen darüber zu reden. Ja. Darum geht es eigentlich, das in das Bewusstsein reinzukommen. Mhm. Also wir haben eine Kundenzeitschrift, die heißt Ethiker, und die hat in jeder Ausgabe ja so eine philosophische Betrachtung, die sich gerade um solche Fragen dreht. So, und das ist das, was wir vielleicht leisten können. Denn häufig kommt ja, und ich sage mal, die großen Veränderungen im Leben, die finden ja jetzt nicht mit einem Aufgebot von rotem Teppich oder ganz viel Lärm und Krach um einen herum statt. Das sind ja häufig die stillen Stunden, in denen sich irgendwas bewegt. So, und das kann ein Gespräch mit Freunden oder ein Gespräch auch mit einem Fremden sein. Das kann was sein, was ich in der Zeitung lese, im Anstoß, in einem guten Buch oder in was auch immer. Das heißt also, wir können niemanden irgendwo hintragen. Wir können nur unsere Kunden mit diesem Thema geistig oder, ich will gar nicht von geistig, sondern einfach gedanklich konfrontieren, und das machen wir auch. Ja. Hallo, mein Name ist Alexander Jäger. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt anknüpfe oder nochmal wiederhole, aber ich frage trotzdem nochmal, um vielleicht ein bisschen mehr Schärfe reinzukriegen. Und zwar würde ich dann die Frage eben der Transformation auch mit der Bankenfrage verbinden, und zwar der ganz empirischen, alltäglichen Erfahrung, wie sie vielleicht für Sie ist. Und zwar frage ich mich, was denn der Unterschied, der große Unterschied ist zwischen den Leuten, die bei Ihnen zur Ethik ankommen, also zu Ihren 15 Mitarbeitern, und den Menschen, die dann zum Beispiel zur Volksbank Eisenberg kommen, ne? Die also ganz normale Bankkunden sind, ja, wie, was weiß ich, Freunde und Verwandte bei mir, die zu einer ganz normalen Bank kommen. Was macht denn, was macht diese Menschen aus, die zur Ethikbank kommen, im Gegensatz zu dem, die zu einer normalen Bank gehen? Sie haben schon ein paar Hinweise gegeben, zum Beispiel kritischer oder denkender oder gebildeter. Und da bin ich mir manchmal nicht ganz sicher. Was ist da die Frage der Kultur, die Sie auch schon angesprochen haben, der Kulturunterschied? Was ist der Kulturunterschied zwischen den verschiedenen Menschen? Sie meinen Kunden oder Mitarbeiter? Kunden. Also möchte ich vielleicht noch eine Frage vorher beantworten, warum gibt es diese Struktur überhaupt? Also wir haben ja die Volksbank in der Region, also in Eisenberg und Umgebung, und wir haben die Ethikbank, die deutschlandweit arbeitet, als Direktbank. Wir hätten damals auch die Volksbank oder die Ethikbank oder aus der Volksbank eine Ethikbank machen können. Es wäre aber ein kultureller Super-GAU gewesen für unsere Kunden möglicherweise. Und es wäre für uns auch gar nicht attraktiv gewesen, weil wir ganz einfach zu wenig Kunden in Eisenberg, Geschäftsgebiet ungefähr 20.000 Einwohner, hätten. Also haben wir gesagt, wir lassen unsere Volksbank Volksbank sein für die Kunden, für die alten Genossenschaftsbanker, die schon immer nur ihre Volksbank wollten, und gründen die Ethikbank, die dann deutschlandweit arbeitet. So, der kulturelle Unterschied unserer Kunden ist der, also die Volksbankkunden sind in einer ländlichen Region geprägt, Landwirtschaft, Handwerk, ja, sind dort so die vordergründigen Erwerbszweige, so, und die sind sehr traditionell in ihrem Denken. So, und die Kunden der Ethikbank sind alles andere als traditionell, die konzentrieren sich in urbanen Zentren. Ja, also 80% der Kunden kommen aus Großstädten. Sie sind überdurchschnittlich gebildet und sie sind auch überdurchschnittlich kritisch, aber in ihren Lebenswelten, also wenn ich das jetzt aus Marketing-Sicht mal betrachte,
oder Milieus kann man überhaupt nicht sagen, dass es das, das ist das eine sehr heterogene Gruppe. Das heißt also, um einfach mal so ein Beispiel zu geben, da ist sicherlich ein gescheiterter anthroposophischer Lehrer dabei, das ist jetzt nur ein Beispiel, muss jetzt in der Praxis nicht so sein. Ein ganz konventionelles Ehepaar aus dem Schwabenland, so scharfe, scharfe Häuslerbauer, dann sind Leute aus der ehemaligen Umweltbewegung dabei. Das ist ein ganz breites Bild. Sehr vermögende Leute, also sehr vermögend ist jetzt übertrieben, aber Leute, denen es gut geht, denen es wirtschaftlich gut geht, aber auch viele Hartz-IV-Empfänger, wir haben auch viele Insolvenzschuldner in unserer Kundschaft, weil wir ein spezielles Konto haben, das Mikrokonto. Das ist also ein Konto speziell für Insolvenzschuldner. Das ist ein völlig breites Bild. Aber eins, die Kunden der Ethikbank alle, die sind sehr, sehr kritisch, begleiten uns auch kritisch in unserer Anlagepolitik, haben da auch ganz viele Fragen. Ja, die hinterfragen einfach viel mehr als die Volksbankkunden. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Ja, ein Teil, ja. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil Sie es immer aufgefordert auf der Folie hatten, Aristoteles und Zins. Was macht denn jemand aus, der zum Beispiel, ich weiß nicht, was für ihn möglich ist, aber der zum Beispiel ein Konto macht, wo er keinen Zins bekommt? Im Gegensatz zu jemandem, der schaut, dass sein Zins, ne, wie der normale Bundesbürger, wo man schaut, auf welches Tagesgeld Konto da mehr Zins kriegt. Ne? Und diese Zinsidee ja auch hinterher, ja, was macht denn der Unterschied aus, was macht den Sprung aus? Das hat ihr normales Girokonto, um das für Zins zu kriegen. Und jemand, der sagt, ich akzeptiere keinen Zins zu kriegen, ich glaube, das ist wichtig. Ja, ich glaube, habe ich verstanden. Das ist ganz einfach. Diejenigen, die auf Zinsen verzichten, das sind die Idealisten. Also bei jeder Geldanlage fragen wir unsere Kunden, möchtest du eine Rendite oder möchtest du eine Fördervariante? Wer sich für eine Fördervariante entscheidet, verzichtet auf Zinsen. Und das sind ungefähr 3-4% unserer Kunden. Das sind die Idealisten. Und die Idealisten sind in der Gesellschaft per se dünn gesät, aber es gibt sie trotzdem in allen Zeiten. Wie reagiert die übrige Bankenwelt auf Ihre Bank? Gibt es da gemeinsame Konferenzen oder wie fühlen Sie sich in der restlichen Bankenwelt so aufgehoben als Bank? Also wir haben mit anderen Banken jetzt nicht allzu viele Berührungspunkte. Es gibt ein paar einzelne Genossenschaftsbanken, so, aber auch in Österreich, also jetzt nicht nur in unserer Region. Das heißt, Banker haben ja per se, aber das machen vielleicht nicht nur Banker so, reisen gerne zu allen möglichen Tagungen, Banktagungen, aber das machen wir nicht. Also wenn ich die andere Frage beantworte, wie reagiert die Bankenwelt auf uns? Am Anfang war da sehr viel Skepsis, vielleicht auch so ironische, sarkastische Bemerkungen, naja, gucken wir mal in 2 Jahren nochmal, was da draus wird. Aber darum ist es mittlerweile sehr ruhig geworden. Das heißt also, ich denke schon, dass die übrige Bankenwelt uns heute nicht mehr so als Spinner oder Exot betrachtet. Also das ist vorbei. Und das reicht ja auch schon. Und selbst wenn wäre es auch nicht, das wäre nicht schlimm. Weil vom Grundsatz, wir machen das, was wir für richtig halten. Und es ist egal, was andere davon denken. Also jedenfalls andere Banken, was unsere Kunden denken, das ist uns natürlich wichtig. Mein Name ist Jana van der Kamp aus Heidelberg. Ich wollte gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade eben gesagt hast. Wie soll man es denn machen? Das ist für mich auch so eine ganz zentrale Frage. Und ich bin eher ein Praktiker. Also ich suche mir Gemeinschaften. Gemeinschaften mit Menschen, mit denen ich zusammen wohne, in einer Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig hilft. Also ich denke, Gemeinschaften, gemeinschaftliche Projekte, Menschen, mit denen ich zusammen Gärtner, urbanes Gärtnern, immer mehr Städte sind auch dazu bereit, dafür
Gärten oder was zur Verfügung zu stellen. Und ja, also ich denke, Gemeinschaftsprojekte, womit wir, weil wir durch diese Konsumhaltung sind wir ja auch alle sehr vereinzelt. Wir konsumieren und füttern uns selbst mit dem, was weiß ich, was die Medien uns bieten, was der Rewe uns bietet. Und, aber das Gemeinschaftliche, das erlebe ich im Unterschied meinetwegen zu türkischen Familien, das ist bei uns liegt ziemlich brach. Ich erlebe uns als Deutsche auch ja, eben viel mehr vereinzelt, vereinsamt. Und ich denke, dieses Wie ist für mich eine Möglichkeit, mir andere zu suchen, mit denen ich gemeinschaftlich was mache, was mich auch interessiert und mit denen es mir gut geht. Da braucht man letztlich so viel konsumieren. Nee, das ist ein schönes Beispiel. Also ich finde, es ist egal, wer was wie macht. Fakt ist, es ist wahnsinnig viel in Bewegung. Also das kriegen wir jeden Tag mit, also gespiegelt von Kunden, was da alles passiert in der Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist im Kopf schon viel weiter als die Politiker. Und wenn was passiert, dann ja nur auf Drängen der Zivilgesellschaft. Das ist im Übrigen bei den Konzernen genauso. Wenn sich in Konzernen etwas zum Guten verändert, wenn das nur kleine, marginale Sachen sind, dann geschieht es immer auf öffentlichen Druck. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder an seinem Platz alles hergibt, was in einem drin ist und ja, dass der Gesellschaft sein Gut zur Verfügung stellt und ja, kritisch ist, wachsam und kritisch. Ja, also erstmal möchte ich nochmal was ganz anderes sagen. Ich bin Kunde der Ethikbank. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lang, so 5, 6, 7 Jahre in den Dreh rum. Und fühle mich dort auch sehr gut beraten. Insbesondere das Thema, wie man dann sein Online-Banking regeln kann und sonst was alle. Da war die Beratung und da gibt es, glaube ich, auch Software von Ihnen dazu oder so. Das war einfach super. Das wollte ich zumindest auch mal erfahren. Hier sitzt die Frau Eindorf, die haben Sie dann bestimmt auch schon kennengelernt im Kundenzentrum. Kann gut sein. Frage aber jetzt nochmal eben zu den anderen Banken, die ja auch im ethisch-ökologischen Bereich unterwegs sind. Also Umweltbank, GLS-Bank, Triodos. Da gibt es ja eigentlich, ich weiß den Namen jetzt allerdings gerade eben nicht mehr, schon auch so eine Bankenvereinigung, glaube ich auch weltweit inzwischen der ethisch-ökologischen Banken, die auch regelmäßig sich treffen und Gedanken darüber machen, wie sie denn vernünftig weitergehen können. Und da die Frage dann jetzt noch ergänzend dazu, ob sie da Mitglied sind, ob sie sich, wenn noch nicht, eben halt Gedanken darüber gemacht haben oder wie sie dazu stehen. Also ich kenne diese Vereinigung, aber in diesem erlaubten Kreis gehören wir nicht. Da ist die GLS-Bank Mitglied, Triodos meine ich auch, aber die Triodos da in den Niederlanden. Triodos gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland. Es hat uns noch keiner gefragt, ob wir Mitglied werden wollen. Wir haben es auch noch nicht forciert. Und das hat eigentlich auch einen ganz pragmatischen Grund, weil wir alle mehr oder weniger der englischen Sprache nicht so gut mächtig sind. Also jetzt die Gremienvertreter, die dann dort an diesen Treffen dann teilnehmen würden. Das ist eine internationale ja, Veranstaltung und da wird dann, ich nehme an, Spanisch oder auf jeden Fall Englisch gesprochen. Und ja, aus diesem Grund, das bin ich jetzt ganz ehrlich, scheue ich dann. Ich bin schon oft von internationalen Initiativen im Bereich ethisches Banking eingeladen worden, letztes Jahr erst in die Niederlande. Aber ich halte keinen englischen Vortrag und ich glaube, ich lerne die Sprache auch nicht mehr in meinem Leben. Jedenfalls nicht so, dass ich fließend reden kann. Sonst noch Fragen? Sonst würde ich ganz kurz zwischendurch noch etwas Organisatorisches loswerden. Hier geht es um 15 Uhr noch einmal weiter mit einem Workshop von Johannes Stübgen und dann geht es erst weiter um 18.30 Uhr, wie gewohnt, mit der Podiumsdiskussion über die Sporthalle. Danke.
da gibt es jetzt eine Neuerung. Wir wissen, dass die Sporthalle etwas außerhalb ist und ab heute gibt es deswegen einen Shuttlebus, der am Marktplatz losfährt. Da ist direkt auch der Infopoint. Das heißt, wenn Sie da hinkommen und den Bus nicht sofort sehen, können Sie da nochmal nachfragen, wo er genau losfährt. Aber der fährt Sie auf jeden Fall zur Sporthalle. Da gibt es dann abends ja auch immer das Kulturprogramm. Da ist heute die A Cappella Band, Lalilu. Wir hatten die letzten zwei Tage schon super Vorstellungen. Also ich glaube, es wird heute Abend wieder richtig gut. Und das war's. Shuttlebus, neue Erfindung. Und hier nochmal eine Frage. Ganz kurz, ich suche eine Mitfahrgelegenheit nach Heidelberg. Der in die Richtung fährt, und zwar am Donnerstag. Wie viel Uhr fährt der Shuttlebus ab? So, dass Sie um 18.30 Uhr pünktlich dort sind, der fährt ja nur ein paar Minuten. Ich denke, wenn Sie um 18 Uhr dort sind, dann finden Sie auf jeden Fall ein Auto, was dann losfährt. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Dicke Schröder, und ja, eine kurze Pause, bis es hier weitergeht. Vielen Dank.